Hi, ich habe gerade so eine Art Geistesblitz gehabt und dachte mir, ich mache mal jetzt ein großes Video, in dem ich mir so meine momentanen Gedanken und ja, einfach so meine momentanen Gedanken so mal zusammenfasse. Und zwar, Thema ist das System und unsere Generation, also die junge Generation. Ich würde mal sagen, so zwischen 16 und 32. Also ein ziemlich breit gefächertes, eine ziemlich breit gefächerte Altersgruppe des neuen Jahrtausends. Man sagt ja auch manchmal Generation Y oder wie auch immer. Auf jeden Fall, ja. Ich bin jemand, der sich ziemlich viel informiert und ja, wo fange ich an? Es ist echt schwierig. Desto mehr man in die Welt schaut, desto mehr sieht man, dass sehr viele Dinge ziemlich falsch laufen. Und jetzt heute früh kam mir vor allem ein Gedanke, der das Ganze jetzt noch mal ein bisschen angestoßen hat. Und heute war auch der Leidensdruck, sag mal, so groß, dass ich jetzt wirklich das Bedürfnis habe, das mal zu teilen und einfach mal da rauszuschmeißen, dieses Video jetzt, und zu schauen, ob viele der gleichen Meinung sind oder ob ich manche Leute sozusagen da praktisch ein bisschen bewusster machen kann. Auf jeden Fall geht es ums System, unsere Generation und die Probleme, die es einfach gibt. Es wird ein langes Video und es wird ziemlich tief ins Detail gehen. Und ich werde wahrscheinlich auch öfters mal zwischen Thema und Thema springen. Aber wenn ihr es euch ganz anschaut und so ein bisschen was mitnehmt und die Sachen so verbindet, dann müsstet ihr praktisch mir folgen können. Und vielleicht kommt ihr zum gleichen Ergebnis und habt dann auch die gleiche Meinung. Oder vielleicht habt ihr schon vorher jetzt die gleiche Meinung. Und ja, wir erfahren jetzt, dass wir die gleiche Meinung haben und dass sich endlich eigentlich wirklich was ändern muss. Also der Gedanke, der mir heute früh kam, war Produktivität. Und zwar habe ich eben beim Arbeiten gemerkt, dass also ich habe in den letzten Jahren, boah, bestimmt 10-mal einen Arbeitgeber gewechselt, habe zwei verschiedene Ausbildungen angefangen, ein Studium und fange jetzt bald wieder ein Studium an, wahrscheinlich in Fulda. Lange Rede, kurzer Sinn. In der Arbeitswelt habe ich gemerkt, dass man eigentlich sehr effektiv arbeitet und eine hohe Produktivität erreicht. Und eigentlich sind wir heutzutage so weit, also zu dem Entschluss bin ich auf jeden Fall gekommen, dass wir sehr, sehr überproduktiv sind. Also sagen wir mal, Deutschland ist so produktiv, wir könnten locker 6, 7 Länder mit Produkten und Nahrung und so weiter versorgen. Und das ist ein Problem. Und zwar liegt es daran, jedes Land will ja irgendwie sein Zeug verkaufen und irgendwie wirtschaftlich erfolgreich sein. Und dadurch, dass wir so eine hohe Produktivität haben, können andere ihr Zeug nicht mehr verkaufen und haben dadurch kein Einkommen oder sind deswegen einfach nicht so, sagen wir mal, erfolgreich wie wir oder können einfach nicht mithalten und sich selbst finanzieren und so weiter. Und das ist ein großes Problem. Und das bringt einem mich eigentlich wieder zu dem Gedanken, den ich schon sehr, sehr lange habe, dass eigentlich es heutzutage wirklich so laufen müsste, dass es einfach umverteilt wird, das ganze Haben, das ganze Geld und so weiter. Klar, es ist nicht unbedingt fair, aber sonst gibt es immer wieder Kriege und Differenzen und so weiter. Und die einen müssen leiden, dass es den anderen gut geht. Und so ist es ja momentan. Es ist ein ziemlich großes Thema, wie ihr jetzt vielleicht merkt. Ich will jetzt mal auf unsere Generation kommen. Und zwar gibt es Zahlen. Ich habe mir vor nicht allzu langer Zeit ein Video von Gregor Gysi angeschaut und er hat so die Zahlen mal ausgesprochen, die Tatsache sind in Deutschland. Und zwar ist es so, 50% aller unter 25-Jährigen und 45% aller unter 30-Jährigen, also fast die Hälfte,
sind prekär beschäftigt. Also verdienen Mindestlohn oder irgendwie weniger oder ein kleines bisschen mehr. Ich weiß nicht mal unbedingt genau, was prekär beschäftigt eigentlich bedeuten soll, aber es heißt auf jeden Fall, die Leute verdienen nicht viel. Und wir haben ja in Deutschland das Problem, dass die Geburtenrate zu niedrig ist. Also wir sind zu wenig Junge auf zu viele Alte. Das ist alter Hut, das weiß jeder. Und das liegt auch daran, dass die jungen Leute oder die Leute, die eigentlich Kinder bekommen sollten oder würden, es sich nicht leisten können, ganz einfach. Und da kommt auch der Punkt dazu, also das will ich jetzt einfach noch mal mit reinwerfen. Meine Großeltern haben mir schon gesagt, also mein Opa, Gott hab ihn selig, hat schon gesagt, oh, ihr tut mir leid, ihr werdet es mal schwierig haben. Und damit hat er komplett recht. Ich meine, die Jugend von heute soll ja sozusagen das ganze System irgendwann tragen, so wie unsere Eltern jetzt, und sollen die ganzen Renten, alles einzahlen halt, Steuern und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ist es ein Problem, wenn die jetzige Generation nicht so richtig aus den Pötten kommt oder so richtig erfolgreich wird, weil in der Arbeitswelt ein ziemliches Ellenbogenverhalten herrscht. Das habe ich selber zu Genüge festgestellt und also die eigene Erfahrung gemacht. Ich will jetzt keine genauen Arbeitsplätze oder sowas nennen, aber es ist auf jeden Fall Tatsache. Wer das abstreitet, okay, der hat halt seine Meinung, aber es ist auf jeden Fall mein Eindruck und das werden euch die meisten Leute, die, sag mal, in normalen Beschäftigungen sind, auch bestätigen. Es gibt ein paar Berufe, die, sag mal, wo es nicht so ein Ellenbogenverhalten gibt, aber das sind Berufe, die, sag mal, jetzt nicht unbedingt die begehrtesten sind und es sind öfter Berufe, die sehr idealistisch sind. Ich will jetzt auch nicht einen bestimmten Beruf nennen, aber mir würde da zum Beispiel Krankenschwester oder Altenpfleger oder sowas einfallen. Aber ja, ich finde die Leute, die solche Berufe machen, übrigens richtig cool, die sozusagen so ein bisschen aufs Geld scheißen und Hauptsache irgendwie was mit Menschen machen und einen großen Teil zur Gesellschaft beitragen und so weiter. Also ich habe einen großen Respekt davor. Ich habe auch Praktika im sozialen Bereich gemacht. Aber wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Okay, also wie ihr jetzt gehört habt, die jungen Leute tun sich ja schwer, einen angemessen bezahlten Job zu bekommen. Und das hat viele Gründe. Zum Beispiel auch, das habe ich selber zweimal in den letzten paar Jahren gehabt. Das Problem ist teils, dass die beliebten Jobs eben einfach beliebt sind und dass man einfach konkurriert mit teils Leuten, die viel älter sind, die viel mehr Erfahrung haben. Oder naja, es ist ziemlich hart, sagen wir mal. Also ich bin ein ziemlich harmoniebedürftiger Mensch. Also ich will niemanden irgendwie wehtun oder irgendjemanden schlecht machen oder so. Wird mir eigentlich nie einfallen. Aber das ist mir mehrfach passiert, dass Leute schlecht hinter meinem Rücken reden über mich, über meine Arbeit, obwohl ich eigentlich gute Arbeit geleistet habe, um mich schlecht zu machen, um sich selber in einem besseren Licht darzustellen, weil wir eben sozusagen beide sozusagen erstmal vorübergehend da sind. Ja, und das war mir dann zu blöd und ich habe dann meistens gekündigt, weil ich sowas einfach nicht abkann. Da bin ich vielleicht zu idealistisch, aber keine Ahnung. Was ich einfach nur sagen will, ist, dass das Problem ist, dass die jungen Leute, sagen wir mal, ein bisschen frustriert sind. Und auch praktisch nicht praktisch halt dann so vor sich hin leben oder einfach, ja, einfach die angenehmen Dinge des Lebens genießen. Wie zum Beispiel auf Festivals gehen, mit Freunden was machen und dadurch zum Beispiel einfach sowas wie Familie erstmal hinten anstellen.
Aber das hat eben auch auf die Gesellschaft Auswirkungen, und zwar da in der Form, dass eben wenig Kinder da sind. Also um grundlegend was ändern zu können, müsste man für mehr Fairness, für mehr... Man müsste wirklich einfach umverteilen. Ich sehe das wirklich so. Selbst wenn man es fairer machen würde, wäre immer noch eine viel zu hohe Produktion da. Und wie ihr vielleicht wisst, ist die WHO, die Welthandelsorganisation oder wie auch immer die heißt, es gibt auf jeden Fall Regeln dafür, wie Bohnen auszusehen haben, wie Tomaten auszusehen haben, wie Gurken aussehen müssen. Das Komischste finde ich ist irgendwie, dass Bohnen so halb gekrümmt sein müssen, und um eine Bohne so hinzubekommen, muss sie gespritzt sein. Und die afrikanischen Bohnen zum Beispiel sind sehr stark gekrümmt, und deswegen können die nicht auf dem internationalen Markt oder in Europa verkaufen, und deswegen verdienen die nicht so viel Geld. Und ja, damit sind die sozusagen weg vom Fenster, und unsere Bauern können ihre Bohnen verkaufen, was extrem unfair ist und für uns sogar noch ungesünder, weil die gespritzten Bohnen sind sicher nicht so gesund wie die in Afrika irgendwo mit viel Sonne und mit viel Liebe und Wasser und keine Ahnung halt einfach, die sind nicht schlechter, wahrscheinlich sogar besser, und dürfen sie trotzdem nicht verkaufen, weil sie nicht so aussehen, wie sie aussehen sollen, laut der WHO. Es ist der größte Scheiß überhaupt. Es gibt so viele Beispiele dafür, auch Bananen, alles Mögliche, Orangen, Wasser, weiß der Geier, echt alles muss irgendwie aussehen, soll irgendein Gewicht haben und so weiter, darf nur irgendeine Größe haben. Zu große Tomaten zum Beispiel, das du auch, kriegst du eigentlich nicht verkauft. Ist einfach unlogisch und mega unfair. Ich würde liebend gern afrikanische Bohnen oder irgendwie sowas essen, anstatt zum Beispiel auch dieses Genzeug, was aus Amerika kommt, Monsanto und so weiter. Vielleicht wisst ihr Bescheid. Wenn nicht, macht euch schlau. Es gibt genug im Internet. Ja, diese großen Firmen sind echt ein Problem. Dann eben dieses unfaire Ausgrenzen ist ein Riesenproblem. Und man könnte diese ganzen Dinge mit einer Umverteilung oder mit so einer Art gewissen Grundeinkommen eben sozusagen in Ordnung bringen. Klar müsste es da noch viel mehr andere Veränderungen geben und so weiter. Und es ist natürlich nicht einfach. Ich habe mir gestern auch ein Video angeschaut über das Thema, was Neues machen. Und es war ein ziemlich schlauer Typ von einem TED, also es war ein TED-Talk auf jeden Fall. Und er hat erklärt, warum Menschen nicht so oft neue Dinge machen. Und zwar, weil neue Dinge meistens eine Gefahr mit sich bringen. Vor allem, wenn man es noch nie gemacht hat. Und deswegen, ja, ist es selten, dass Menschen neue Dinge ausprobieren. Nur wenn sie schon gute Erfahrungen mit etwas Ähnlichem gemacht haben, sind sie bereit, wirklich neue Dinge auszuprobieren. Und ich meine, wo wären wir jetzt, wenn die ganzen Wissenschaftler und so weiter nicht neue Dinge ausprobiert hätten? Wir hätten keine Elektrizität, wir hätten gar nichts. Wir hätten wahrscheinlich nicht mal das Rad. Auf jeden Fall, es ist so eine Art Sicherheitsdenken. Und da kommt auch praktisch dieses Thema Sicherheit versus eben Selbstverwirklichung ins Rampenlicht, was auch die Generation ziemlich sozusagen trennt, könnte man sagen. Ältere Leute oder beziehungsweise unsere Eltern, die Babyboomer und auch die Nachkriegsgeneration, die sind sehr sicherheits- und leistungsorientiert. Und die junge Generation, Generation Y und so weiter, ist in der Regel mehr oder eher selbstverwirklichungsorientiert. Es gibt viele Studien dazu und so weiter. Könnt ihr euch auch ein bisschen schlau machen, wenn ihr wollt. Findet ihr jede Menge im Internet auf Google. Wo mache ich weiter?
Es ist so viel. Ja, Selbstverwirklichung und Sicherheit. Das ist auch noch ein großes Problem. Das erklärt auch, warum die Älteren, die auch jetzt momentan in der Politik sind, die das Sagen haben, die die Hauptworkforce bilden, warum sich noch nicht viel geändert hat. Und zwar habe ich gemerkt, auch bei meinen Eltern und bei vielen anderen, die so, sagen wir mal, über 35, zwischen 35 und 65 sind, oder auch älter noch. Die Älteren sind noch mal ein bisschen anders, aber die zwischen 35 und 65, die, ja, vielleicht 35 ein bisschen zu früh gegriffen, vielleicht 45 bis 65, passt vielleicht eher. Da habe ich gemerkt, dass die so ziemlich leistungsorientiert erstmal machen und dann wird schon irgendwie. Und meistens geht es auch so. Und ich habe auch gemerkt, ich war früher selbst so ein Mensch, so mutig und sagen wir mal, wenig Sorgen gemacht, einfach erstmal gemacht und alles andere ergibt sich schon irgendwie. Das macht glücklich, aber es ist, denke ich, nicht richtig, weil es oft rücksichtslos ist gegenüber anderen. Und ja, einfach auch nicht nachhaltig ist. Man macht sich nicht genug, genug Gedanken, finde ich, um andere, um die Umwelt vielleicht. Und ich weiß nicht, warum sich das bei mir geändert hat. Ich glaube, dadurch, dass ich gemerkt habe, dass sich manche Leute mit meinem Verhalten, die sind einfach vorpreschen, entweder sozusagen, wie sagt man, so vor den Kopf gestoßen habe oder einfach ein bisschen rücksichtslos war und sie deswegen verletzt waren und so weiter. Ja. Ich werde noch ein extra Thema zu unserer Generation machen, weil ich denke, dass wir mehr gemeinsam haben, als wir denken. Viel mehr sogar. Ich denke, dass grundsätzlich jede Generation so ihre Gemeinsamkeiten hat. Das wird auf jeden Fall ein entspannendes Video. Und ich bin auch sehr gespannt, was ihr für eine Meinung dazu habt, zu der Generationssache. Aber mir bleibt jetzt schon langsam die Luft weg. Oder beziehungsweise mein Mund ist ziemlich trocken. ja. Ich denke mal, ihr habt so ungefähr mitbekommen, wie ich so denke. Ich denke ziemlich sozial und links sozusagen, weil ich denke, dass das Einzige ist, was sozusagen wirklich glücklich macht. Übermäßiger Konsum macht nicht auf Dauer glücklich. Also ich selbst habe es gemerkt, ich habe vor nicht allzu langer Zeit jetzt oder seit nicht allzu langer Zeit ein eigenes Auto und ich weiß nicht, bei mir ist es vielleicht sogar extrem, aber ich gewöhne mich extrem schnell an Dinge. Und ich habe mich so schnell daran gewöhnt, ein eigenes Auto zu haben, dass das Excitement oder die, weiß nicht, das hat sich echt nicht lang gehalten irgendwie. Und ich denke, das geht den meisten Leuten so. Aber so eine gemeinsame Erfahrung, mal zusammen an Badesee zu gehen und es war richtig cool oder mal noch dazu gegrillt und gut unterhalten, sowas bleibt ewig in Erinnerung, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht seid ihr mehr von materiellen Dingen überzeugt. Ich auf jeden Fall nicht so. Ich schätze so das menschliche Miteinander und die schönen Momente und so weiter. In dem Sinne, ich wollte euch mit einem was Positivem sozusagen entlassen. Das Generationsvideo kommt auf jeden Fall. Und ich hatte also vielleicht vor einem Jahr oder so, hatte ich mal was gepostet, warum die Generation Y so unglücklich ist. Ich gebe euch schon mal so einen kleinen Vorgeschmack. Es hat sehr viel mit Gewohnheit, Verwöhnung, Erwartungen und Idealismus zu tun. Genau. Damit entlasse ich euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.